Und da habe ich mir jetzt halt Dia gekauft. Zwei Dias. Was wird es wohl? Ja, ist ja ganz klar. Ein Diamantschwert. Was sonst? Moin Leute und willkommen zu einer neuen Folge von Dinecraft. Ich bin hier im Moment in der VIP-Farmwelt, da ich gehört habe, dass die resettet wurde. Und dementsprechend bin ich auf der Suche nach Tieren und ich glaube, ich sehe schon, was ich will. Ja, ich glaube, ich hab's. Lol, ne, da oben. Alles klar. Ja, und wie komme ich da jetzt hoch? Ja, ihr werdet auf jeden Fall gleich sehen, was ich damit machen will. Aber zuerst brauche ich das jetzt mal endlich. Hier, da. Lol, debuggt. Ja, okay. Passt, perfekt. Dann packen wir das Zeug wieder in die Bank. Das System find ich eigentlich mittlerweile richtig cool. Auch wenn es ein bisschen nervig ist, ich mag das irgendwie. So, gehen wir wieder ans Spawn. Ich zeige euch jetzt erstmal was anderes, oder? Ich fange erstmal so an. Im Moment sind nur ein anderer und ich online, weil es ziemlich früh morgens ist. Sagen wir einfach mal 7:40 Uhr an Werktag und ich laufe hier gerade falsch, lol. Okay, nee, komm, ich mach das anders. Ich mache erstmal Bank. So. Jetzt immer mit der Ruhe. Das passt, das passt. Dann gehen wir jetzt zu unserem GS. Und hier seht ihr, ich habe hier noch so eine kleine Säule gemacht. Außenbau ist abgeschlossen, Innenbau in Arbeit. Das werde ich euch auf jeden Fall gleich mal zeigen. Und hier nochmal der Hinweis, du willst Lotto spielen? Im Forum in Firmen bieten wir unter dem Namen Lucky ab genau so etwas an. Schau doch mal vorbei. Ihr könnt also immer noch die ganzen Lotto-Tickets beantragen. Und ein Gewinn ist auf jeden Fall sicher. So viel kann ich auf jeden Fall sagen. Ich habe das ja nochmal angepasst. Und dementsprechend gibt es jetzt immer einen Gewinn für euch, egal was passiert, egal welcher Fall eintritt. Ja, hier sind wir jetzt auf jeden Fall in der ersten Etage. Da habe ich hier so eine kleine Leiter hingepackt. Das hier kennt ihr ja noch alles. Hier muss ich auch noch schauen, wie ich das schöner mache. Ja, aber hier drüber ist der Turm. Und wir gehen jetzt hier einfach mal hoch. Hier, wenn man da jetzt in den Turm halt hochgeht, hat man hier zwei Türen. Balkon und so halt. Ja, aber hier geht's auch nochmal hoch. Das heißt, man hat hier wie so eine Galerie. Das heißt, das hier ist ein Zimmer. Zweigeteilt, indem man eine Galerie hat. Ja, wenn man dann noch ein Stück höher geht, hat man nochmal genau das gleiche. Halt mit Fenstern, nicht mit Türen. Und wenn man ganz hoch geht, dann hat man hier eine schöne Leiter, kann hochgehen und kann Aussicht genießen, jawohl. Alter, ich finde die Farm immer noch so krass. Jo. Ja, aber so sieht es auf jeden Fall aus. Oh. Jetzt rennen wir. Jetzt rennen wir. Da drüben ist ein Beacon. Oder halt. Erst darüber. Perfekt. Beacon. LOL. Oh. Alles klar. Ja, ne, da springe ich jetzt immer runter. So. Okay, genug gequatscht. Wir müssen jetzt erstmal in den Keller runter. Und da gehe ich jetzt erstmal hin. Das hier kennt ihr ja auch noch. Da habe ich hier so einen kleinen Fallschacht gemacht. Ist eigentlich ganz praktisch. Da muss ich nicht ganz die Treppe runterrennen. Und jetzt suche ich gerade noch ein kleines Bild Zuckerrohr. Das habe ich hier eigentlich irgendwo. Oder muss ich doch wieder hoch? Oh Gott, ich weiß es nicht. Oh mein Gott. Na doch, hier oben irgend. Nee. Hä? Nee? 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 Ah, ja, gut. Drei Zuckerrohr, ich denke, die meisten von euch wissen schon, was es heißt. Ich brauche jetzt eine Workbench. Und Leder kann man sich vielleicht auch schon ein bisschen herleiten. Ich brauche jetzt ein Buch. So, Workbench, perfekt. Okay, alles klar. Perfekt. So. Dann noch das Buch und dann noch Leder und jetzt haben wir ein Buch. Perfekt. So, gestern habe. Oder wenn es rauskommt, vorgestern habe ich mir noch ein Dia gekauft vom Playshebo. Also der hier mit dabei wohnt bei Leon und Pink Unicorn. Und da habe ich mir jetzt halt
Dia gekauft. Zwei Dias. Was wird es wohl? Ja, ist ja ganz klar. Ein Diamantschwert. Was sonst? Nee, mal Spaß beiseite. Vier Obsidian habe ich auch noch geholt vom Geruchsneutral. Das ist der, der am Anfang da so ein Grundstück hat von der Straße. Aber ja, natürlich machen wir jetzt erstmal einen Verzauberungstisch. Eigentlich hatte ich geplant, dass ich vom Senfkopf noch ein Dia nehmen kann. Aber der hat irgendwie Probleme mit dem Internet und irgendwie klappt da bei dem gar nichts. Von daher haben wir es jetzt einfach so gemacht. So, und wenn man hier jetzt den Keller runter geht, hat man hier die erste Tür im Clanraum, habe ich ja auch schon mal angekündigt. Hier hat es nice Design Nest-Style gemacht. Und ich finde es einfach sau nice. Vor allem der Boden sieht echt hammer aus eigentlich. Also ich kann nichts dagegen sagen. So, ja, hier kommt der Verzauberungstisch hin. Ja, jetzt müssten wir wissen, wie das funktioniert. Ah, shit, ich brauch Lapis. Ja, ich hab keinen Lapis. Oh, und ich kann mir einen Bonus abholen, meins. Ja, geil. Bonus, bester. Aber habe ich echt keinen Lapis? Zumindest ein bisschen, komm. Ich habe echt keinen Lapis. Alles klar. Ja gut, dann verzaubern wir halt nicht. Ich habe aber noch was anderes für die Folge geplant. Und dazu müssen wir zum Rathaus laufen. Kann noch ein kleines Bild dauern, bis wir dort sind. Ist aber ganz normal. Ja, in der Zwischenzeit kann ich ja schon mal über das Ding da, wie heißt es, Lucky abreden. Da haben wir jetzt uns überlegt, ob wir uns mit einem anderen zusammentun. Und das dann zu dritt betreiben. Ist auf jeden Fall weniger Arbeitsaufwand für uns und... ja, einfach besser. Nur gibt es jetzt ein kleines Problem für uns. Denn durch die Steuern, die man jetzt durch das, also durch Slash Money Pay, da kommen ja dann mittlerweile 5% Steuern. Und wenn wir da dann halt die ganzen Tickets annehmen, dann kommt da ja natürlich auch die 5% Steuern drauf. Das heißt, da müssen wir jetzt erstmal schauen, wie wir das jetzt gescheit hinkriege. Aber ihr könnt trotzdem schon ordentlich Tickets kaufen, wenn ihr wollt. Am Anfang... gebe ich von meinem Geld ein bisschen was zu den Steuern dazu. So, aber hier sind wir jetzt beim Case & Key Händler. Ich schau mal schnell, wie viel Geld wir haben. 667, das reicht für zwei, oder? Ja, locker. Eins, zwei, eins, zwei. Ich weiß, der YouTuber Pacing, verlinke ich euch einfach mal unten in der Beschreibung. Der hat letztens ein Case Opening gemacht, der hat irgendwie 9 Cases gekauft. Aber der hat halt auch irgendwie 2000 Ungrad D-Mark. So, aber jetzt kommt der große Moment, auf den wir alle gewartet haben. Closum, bitte! Nein! Nein, 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 nein! 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 Oh, fuck it. Ich brauch Glowstone. Da, da, no. Ey, nee. Da bin ich jetzt echt ein paar Mal am Glowstone vorbei. Geil. Und ich hab's nicht bekommen. Ey, das gibt's doch nicht. Ja, super. Eigentlich wollte ich wie die hier noch so ein paar schöne Glowstone-Leuchte machen. Aber ja, dann muss ich mir das wohl doch kaufen. Ach, scheiße. Lol. LOL. Ach ja, übrigens, das Briefkasten-Plugin wurde ja entfernt, aber irgendwie ist ja der Kopf noch da. Ich verstehe ehrlich gesagt auch nicht ganz, was jetzt mit dem los ist. Alles klar. Aha, Sekunde mal. Hab eine Idee. So. Bam. Alles klar. Sieht auf jeden Fall richtig scheiße aus, wie ihr es von mir gewöhnt seid. Aber gut, ist halt so. Ja, das war's eigentlich schon von der Folge. Das heißt, ihr könnt immer noch bei Lotterie ein paar Tickets kaufen und dementsprechend Gewinn absahen, wenn ihr zumindest irgendwas richtig habt. Oder wenn ihr nichts richtig habt und andere auch nichts richtig haben, bekommt ihr auch Gewinn.
Von daher, Win-Win-Situation. Ja, aber ich hoffe, die Folge hat euch gefallen mit dem Case-Opening, mit dem Verzauberungstisch. Und ja, sobald es wieder was Neues gibt, das heißt, wenn ich Glowstone habe, für hier ein paar Lampen. Oder zum Beispiel auch für hier ein paar Lampen. Oder für hier. Da kommt echt was zusammen. Ja, dann mache ich aber wieder ein neues Video. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns bei der nächsten Folge Minecraft oder LOL oder was auch immer. Und ja, haut rein. Ciao.